Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial. In diesem Tutorial geht es um das sogenannte Kurs-Notizbuch. Ein mächtiges Tool bei Microsoft Teams, das ich euch hier einmal vorstellen möchte. Das Tutorial ist in vier Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werde ich euch etwas über das Einrichten und die Oberfläche des Kurs-Notizbuchs erklären. Dann werden wir uns intensiver mit dem Zusammenarbeitsbereich beschäftigen. Danach kommen die Notizbücher der Schülerinnen und Schüler. Jeder hat nämlich ein eigenes Notizbuch. Und zum Schluss geht es dann letztendlich um die Inhaltsbibliothek. Viel Vergnügen mit dem Tutorial. So, das ist also die Übersicht eurer gesamten Teams. Ich habe hier einmal ein Testteam angelegt. Wenn es also ganz neu ist und ihr dort einmal draufklickt, dann haben wir noch nicht so viele Registerkarten hier oben. Dort könnt ihr entweder jetzt hier ein Kursnotizbuch hinzufügen oder ihr klickt einfach auf Kursnotizbuch einrichten. Dann dauert das eine Kleinigkeit. Ich hoffe, das geht jetzt schneller, sonst mache ich noch einen kleinen Schnitt. Das dauert wohl etwas. So, es hat geklappt. Jetzt seht ihr also hier, dass schon wesentlich mehr Registerkarten hier auftauchen. Und jetzt können wir das Kursnotizbuch einrichten. Und ihr seht auch, hier steht ein OneNote-Kursnotizbuch einrichten. Das heißt, wir haben mit diesem Kursnotizbuch eine direkte Verbindung zu OneNote und können es dann theoretisch auch dort öffnen. Dann allerdings sind wir offline und können das Ganze nicht mehr online oder verschiedene Sachen in Echtzeit bearbeiten. Aber im Grunde genommen haben wir es mit einem OneNote-Notizbuch zu tun. Wer sich also damit schon auskennt, der hat hier ganz große Vorteile, weil die Benutzeroberfläche fast genauso aussieht. Also wir klicken jetzt mal hier auf ein OneNote-Kurs-Notizbuch einrichten und richten einmal ein leeres Notizbuch ein. Dann bekommt ihr hier diese Übersicht, was ihr alles tun könnt. Das ist der Platz für die Zusammenarbeit, der Zusammenarbeitsplatz, von dem ich gesprochen habe, die Inhaltsbibliothek und diese einzelnen Studentennotizbücher. Hier steht dann jeweils, was dort gemacht werden kann. Das überspringe ich jetzt einmal, weil ich euch das ja noch einmal erklären werde. Wollt ihr es doch nicht anrichten, könnt ihr natürlich auf Verwerfen klicken. Also wir machen weiter. Und jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte. Jetzt kommen die sogenannten Abschnitte. Und zwar hat jeder Schüler, jede Schülerin ihr eigenes Notizbuch und jedes Notizbuch hat verschiedene Unterabschnitte. Die könnt ihr komplett selbst gestalten, ihr könnt die löschen, könnt ihr also auch entfernen, wenn es euch zu viel ist. Ihr könnt auch einzelne Abschnitte hinzufügen und die umbenennen. Vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, das eine. Hausaufgaben gibt es bei uns hier nicht. Notizen können wir ruhig so lassen und hier nehmen wir vielleicht noch mal Orga. Drei reichen mir. Wenn ich das alles so eingegeben habe, wie ich mir das wünsche, dann drücke ich auf Erstellen und dann wird mein Kursnotizbuch hoffentlich ziemlich zeitig für mich vorbereitet. So sollte das Ganze dann aussehen. Ein kurzer Willkommensgruß von Microsoft, in dem noch einmal kurz zusammengefügt wird, worum es sich bei dem Kursnotizbuch handelt und was für verschiedene Bereiche es gibt. So, dann einmal auf diesen Pfeil klicken und schon habt ihr euer Kursnotizbuch. Und hier haben wir auch die drei Bereiche, um die es in diesen Tutorials gehen soll. Wir haben einmal den Zusammenarbeitsbereich, das ist dieser Collaboration Space. Wir haben die Inhaltsbibliothek und wir haben schließlich die Notizbücher der einzelnen Schüler. So, kommen wir jetzt zur Oberfläche, zu dem, was ihr hier seht. Davon habe ich ja eben schon gesprochen. Der Willkommensgruß, das ist schon mal der erste Abschnitt. Das auf der linken Seite, was ihr hier seht, nennt man also Abschnitte. Die drei Abschnitte habe ich hier eben schon einmal kurz vorgestellt. Und jeder Abschnitt hat dann immer eine bestimmte Anzahl an Seiten. Ihr könnt neue Abschnitte hinzufügen über dieses Plus und neue Seiten innerhalb eines Abschnitts könnt ihr dann über dieses Plus hinzufügen. Das erste, was wir machen wollen, ist diesen Quatsch hier löschen. Mit der rechten Maustaste draufklicken und dann löschen wir einmal diese Seiten.
und auch diesen Abschnitt. Abschnitt löschen und endgültig löschen. Okay, jetzt haben wir wirklich die drei Bereiche, die für uns interessant sind, nämlich hier, wie gesagt, der Zusammenarbeitsbereich, die Inhaltsbibliothek und die Notizbücher der Schülerinnen und Schüler. Das obere, was ihr hier seht, ist nicht relevant für das Kursnotizbuch. Das ist dann für das Team wieder allgemein. Hier würdet ihr also rausgehen aus dem Kursnotizbuch, wenn ihr hier auf einen der Kartenreiter klicken würdet. Gut, keine Abschnittsgruppe ausgewählt. Das heißt, wir haben hier keine Gruppe ausgewählt. Jetzt haben wir eine ausgewählt, zum Beispiel den Zusammenarbeitsbereich. Wenn wir den anklicken, wenn wir hier draufklicken, haben wir die Inhaltsbibliothek. Und hier haben wir die einzelnen Notizbücher der Schülerinnen und Schüler. Und ihr seht auch das, was wir vorhin angelegt haben. Das sieht jetzt, kann man jetzt hier erkennen. Und zwar ist das bei jedem einzelnen Schüler gleich. Fragt mich bitte nicht, warum es unterschiedlich sortiert ist. Das kann ich euch auch nicht sagen. Gut, das also die drei Bereiche. Zu denen kommen wir aber nachher nochmal genauer. Ich möchte euch einmal eben diese Leiste hier nochmal ganz kurz erklären. Die ist, glaube ich, versteht sich von selbst. Das ist einfach die ganz normalen Schriftartenbearbeitungstools hier mit fett gedruckt, kursiv, unterstrichen, Schriftart, Schriftartgröße und so weiter. Das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zu erklären. Hier kann man noch weitere Formatierungen durchführen. Natürlich im Moment alles hellgrau, weil wir ja keinen Text haben. Was ganz interessant ist für euch, dürfte dieser Reiter sein, Datei. Und ihr seht, hier steht jetzt in OneNote App bearbeiten. Also alle, die jetzt Microsoft Word bei sich zu Hause installiert haben, die können jetzt dieses Kursnotizbuch in OneNote öffnen und haben dann einen kompletten Funktionsumfang, der also wesentlich umfangreicher ist als das Kursnotizbuch bei Teams. Wenn wir da einmal draufklicken, dann passiert das. Anmelden, jetzt müsste ich mich wieder über meine Teams-Adresse anmelden. Und wahrscheinlich auch das Passwort eingeben. So, durch meine Organisation zulassen. Und dann, ja, dann braucht Microsoft ein wenig. Sie haben die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt müsste sich das Kursnotizbuch, da ist es schon, in OneNote öffnen. Und jetzt habe ich tatsächlich den vollen Funktionsumfang von OneNote zur Verfügung. Ihr seht, hier sind die drei Bereiche. Braucht gerade noch ein bisschen. Und jetzt können wir mit OneNote ganz normal weiterarbeiten. Alles, was ich jetzt hier verändere, wird natürlich auch direkt direkt auf Teams gespeichert. So, weiter geht's. Über den Reiter einfügen können wir jetzt Bilder einfügen, Links zu bestimmten Internetseiten. Wir können auch was aufnehmen, Symbole einfügen, mathematische Zeichen. Und wir können auch einen Ordner reinpacken. Wir können eine Datei hier reinpacken. Das geht aber natürlich erst, wenn wir hier Seiten eingerichtet haben. Deswegen ist alles im Moment noch hellgrau. So, aufklären. Naja, das sind alles niedliche Sachen. Probiert einfach mal ein paar Sachen aus. Emojis und so weiter. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen spinnen. Was ganz schön ist, ist natürlich auch, dass wir zeichnen könnten. Also wer das jetzt mit dem Tablet macht, der kann natürlich hier auch zeichnen oder handschriftlich irgendwelche Sachen eintragen. Hier haben wir noch mit Ansicht. Ach, da können wir auch ein bisschen rumspinnen. Das wird nachher noch interessant, wenn wir mit den einzelnen Abschnitten arbeiten, dann wird dieser Kartenreiter Kursnotizbuch interessant.
Gut, und hier können wir noch bestimmte Sachen, die wir oder die Schüler uns zur Verfügung stellen, im Browser öffnen, wenn wir Links in den einzelnen Notizbüchern bekommen. Gut, das also zur Oberfläche und jetzt möchte ich euch in einem nächsten Schritt die drei Bereiche genauer vorstellen.